Ob wir etwas gern nutzen, wird schon lang nicht mehr dem Zufall überlassen. Das sogenannte Design Thinking kümmert sich um das Nutzererlebnis. Es stellt sicher, dass Bedürfnisse erkannt und erfüllt werden. Dafür waren kürzlich zwei Professoren der amerikanischen Elite-Uni Stanford für ein Bootcamp in Linz. Wir haben zum Beispiel daran gearbeitet, welchen Einfluss hat Technologie aufs Wohlbefinden, und sind dann rausgegangen, dort direkt an der Uni, da gibt es ja unterschiedlichste Menschen, und haben dort gefragt, welchen Einfluss hat Technologie auf ihr Wohlbefinden. Ganz ergebnisoffen, und dann hat man halt einmal geschaut, okay, was kommt denn da außer? Wo beeinflusst Technologie? In welche Bereiche beeinflusst mit Technologie? Hat es überhaupt einen Einfluss oder hat es keinen Einfluss? Und anhand dieser Ergebnisse arbeiten wir dann weiter und schauen einmal, okay, was haben die Nutzer gesagt und wie entwickeln wir das dann quasi weiter, damit wir herausfinden, wo ist wirklich das Problem und wo braucht es tatsächlich eine Lösung. Das Ziel war nicht rauszugehen und zu beweisen, dass es richtig ist, sondern rauszugehen und zu sehen, wie die Leute tatsächlich darauf reagieren, wie sie es benutzen oder sogar falsch benutzen. 3 Tage, 40 Teilnehmer, 8 Nationen. Im Raiffeisen Innovation Center haben sie zusammengearbeitet. Die Aufgabe war es, Prototypen testen und Lösungen entwickeln, damit Produktentwickler Bedürfnisse besser verstehen. Wir haben eine Riesenmenge an Spaß gehabt. Design Thinking lebt ja von diesem interaktiven Part und dementsprechend war einfach auch ganz viel Interaktion unter uns und wir haben ganz viel gelacht und parallel dazu haben wir uns natürlich ganz eingehend auch mit Innovation beschäftigt. Ich war begeistert, dass es keine sprachliche Herausforderung gab. Wir haben Wörter gefunden, die zueinander passten. Die Leute wollen es lernen und es war großartig, ein Teil davon zu sein. Lernen von den Besten. Die Stanford University liegt im weltweiten Universitätsranking aktuell auf Platz 3. Hinter dem MIT und der University of Cambridge. Beim Design Thinking vorne mitmischen, das will künftig auch die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, hat deshalb das Bootcamp veranstaltet.